Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Observer. Ja, in der letzten Folge waren wir in der Wohnung von Adam, unserem Sohn, der schon vor Jahren verschwunden ist und jetzt uns mal kurz angerufen hat. Auf jeden Fall war hier dann ein richtig wunderschöner Alarm, was das jetzt auch immer bringen sollte. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen müssen. Auf jeden Fall glaube ich durch die Tür hier raus. Oh, stimmt, die Tür ging nicht und die Toilettentür war auf. Hier möchte jeder seine Duftmarke absetzen. Warum nicht? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie DNA-Spuren haben. Nein, nur lauter Zigarettenschachteln und Kippen. Gut, das will keiner mehr sehen. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo in die Räume reinkommen, um hier rauszukommen. Hat uns auch jemand hier irgendwie angequatscht? Fragt mich nicht, warum. KPD, I need to ask you some questions. Do you know what's going on? My holo projection got cut off. I can't get a signal. The building is under lockdown. No external connection. Not much we can do. Shit. Sounds serious. So, you wanted to ask me something? Wir fragen einfach gleich über den Mieter 07, das ist ja die Wohnung von unserem Sohn Mats. Do you know who lives in apartment 7? 7? I didn't even know anyone lived there. Hey, you wouldn't happen to know when they're gonna fix the connection. Not that it's like super important to me or anything. I just need to know. Könnte eine Weile dauern. Ich bin sicher, es ist bald wieder repariert. Ich nehme einfach das letzte. You just take it easy. I'm sure someone is already working on. Oh good. It's just that it feels weird to just sit here alone with my thoughts. You know, can you talk to me some more? It makes it kind of easier. Wunderschön, lies ein Buch oder sowas. Was können Sie mir erzählen? Vorherige Abriegelung. Zeitverschwendung. Well, what do you want to talk about? Yeah, you know. Gorski the Giant was fighting Killer Cromer today. You an AMA fan? Not really. Sounds like you are. Of course I don't know who won since my projector went out. Why are my hands shaking? Junge, du bist mir so ein bisschen verdächtig. So, was kannst du dazu sagen? Oh, well, I it must have been at least 7 or 8 years. Ever had a lockdown before? I don't think so. I don't remember my projector going off ever. Komm, lass mich mal rein, ich will dich mal durchsuchen. Irgendwas stimmt mit dir nicht. So. Sorry, I don't have time for this. Oh, okay. I understand. It's no problem. I'll just sit here alone. God, I'm really starting to sweat like a pig. Hang in there. Die haben irgendwie ganz schön massive Probleme in der Zukunft, kann das sein? Gibt's da kein Facebook mehr? Und YouTube gibt's wahrscheinlich da auch nicht mehr. Oh, eine wunderschöne Toilette. Ich glaube, das ist eine Gemeinschaftstoilette. Oh. Das sieht blutig aus. Kann ich... Guck mal. Ich habe es eingesammelt und nicht gelesen. Ich bin ein Trottel. Kann ich hier noch irgendwas... Wie kann ich ins Inventar mit I? Tab. Okay, Tabletten haben wir noch. Alles klar. Erstmal mich an die Knöpfe gewöhnen. Gut, das will keiner mehr von uns sehen. Alter, scheiß Traube. Dann schauen wir uns mal hier um. Wir klingeln. Gut, der will mich nicht reinlassen. KPD, I need to talk to you. Get away from me, man. I got a piece on me and I ain't afraid to use it.
No, you don't. Now calm down. I'm just looking for some answers. Oh, I know how you get your answers. I got nothing to tell you. Also lass mich rein und ich zeig dir mal was. Klingelstreich. Penetrant, oder? Ha, schnell weg. Gut, dann bleibt der nur noch hinten. Da kommen wir auch anscheinend nicht ran. Huch, kleiner Leck gerade gewesen. Alles klar. What? What do you want? Got a minute, sir. KPD. Hi. Oh God, they're here. The cleaners are here. Klingelstreich. Hihihi. Kann uns irgendwie der hier. This is Tom. And Irene. We hope you're having a positively peachy day. Oh, we sure do. Sadly, we're not in right now. But you can leave your message after the beep, and we'll get back to you as soon as we're home. Yay! Oh, I mean, beep! Oh, scheiße. Einfach mal einbrechen. Hä? Was? Was war das? Ich hab da einfach nur die Tür aufgemacht. So, Tür bleibt auf. Damit jeder irgendwas klauen kann. Und sieht das dann Mord. Das scheint wohl die Gemeinschaftsküche zu sein. Ja, niemand kümmert sich drum. Und hier wohnt auch gleich jemand. Ist doch toll. Erstmal Strom klingeln. Nö, der will nicht. Der will absolut gar nicht. So, die 09. Hey PD, I need to talk to you. You broke it! No, you broke it! Nuh-uh! Will you get these kids to shut up? I'm fucking talking here. Yeah, what's this about? Geschrei. Is everything all right in there? What? Oh, yeah. You know how kids are these days. Do I? Yeah, you gotta be strict with them, or they'll just walk all over you. Usually, I just sit them down in front of the projectors. Keeps them nice and quiet. But the thing just went and died on cheap American crap. Alles klar, wir fragen mal über den Lieutenant in Apartment 7. Dad, Tommy's picking on me! Shut up, snitch. I thought I told you to shut up! 7, huh? Nah, can't say that I know the guy. Okay, so it's a guy. Yeah, well, seen him once or twice. I might have a vague recollection. Could you give me a vague description? Maybe. What's it to you? Sagen wir das einfach, das könnte mein Sohn sein? Sind wir so offen? In der Zukunft sind alle offen. Dank Facebook. My son might have been staying in that apartment. I'm trying to find him. Well, why don't you tell me what he looks like? I'll let you know if it rings a bell. Verdammt. Dutch, it's been a while. Huh. Sign of the times, I guess. See, I'm a family man myself. You shut up! No, you shut up! No! I swear, if you don't shut up, scheiße, ich hätte das mit der Polizei machen sollen. Yeah, I can tell. So, can you describe him or what? Young, probably in his 20s. Medium height, medium built. He wasn't very memorable. Have you seen anything suspicious around the building? Any strangers skulking around? Nah. I don't pay much attention to the other tenants. Bunch of losers. Du gehörst dazu? You're so dumb. Not as dumb as you are. Nuh-uh. You're way dumber. Shut the fuck up! Not upstanding citizens like you. You bet your ass. Good thing we'll be getting out of this dump soon. Is that right? Yep. I've been working my way up.
I even filed for a status upgrade. Once that goes through, we'll be moving to a B-class district in no time. Yeah, good luck with that. Sehr liebenswerte Nachbarn, die hier wohnen. Muss man schon sagen, hier würde ich auch sehr gerne wohnen. So. Das kennen wir doch schon. Oh, mit einem Blümchen drauf. Gut, da können wir anscheinend nichts machen. Gut, wir rennen weiter. Licht, glaube ich, habe ich nicht. Kann ich hier irgendwas... Hat mir aber schon angesehen, ne? Das andere Ding hatten wir noch nicht, aber ich glaube, das ist erstmal unwichtig. Gut. Ich glaube, hier finden wir nichts weiter. Wir dürfen, glaube ich, jetzt alle befragen. Polizeiarbeit halt. Gut, Gott sei Dank ist er... Moment, ich für eins... Kann ich das untersuchen? Okay, dasselbe. Hallo. Gut, die sind Gott sei Dank auch nicht da. Oh, was haben wir? Oh. Synchrosine refilled. Was das auch immer ist, danke. Irgendwas oben. Ich sollte auch mal öfters nach oben gucken in Horrorspielen. Ach du meine Güte. Gut, dann wollen wir mal hacken. Wie in Robocop. Wieso hat das jetzt auf einmal geklappt? Komm, mach auf. Das sind ja komische Häuser. Hallo. Bist du gerade vom Einkaufen nach Hause gekommen? Tür ist gerade zugegangen. Klingelstreich. Gut, er will anscheinend nicht. Will, glaube ich, absolut... Oh, ich glaube, das Ding ist irgendwo angekommen. Das hat er ignoriert. Ich glaube, hier ist soweit nichts. Ignoriert, ignoriert. Gut. Da ist auch keiner zu Hause, Gott sei Dank. Come to the door, please. Oh, Gott. Just want to talk. Who are you? Did Chiron send you? I'm with the KPD, if that's what you're asking. Seriously? We haven't had a cop around these parts in... never, I guess. Well, you've got one now. Yeah, good luck. You're gonna fucking need it. Danke, sehr, sehr freundlich von Ihnen. Da ist ein Vögelchen, da geht's runter. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder zu diesem Glatzkopftür kommen. Hallo. Was haben wir denn hier? Hallo? Funkgerät. Spezialanfertigung. Keine Übereinstimmung gefunden. Sprunghafte Wellenlänge. Okay. Kann ich nichts damit machen. Hallo. Zimmerservice. Wir reinigen auch Sie, wenn es sein muss. Kann ich irgendwas? Nein. Wisse, Tür ist auf. Ich komm, ich check hier erstmal alles. Ich glaube, Ihre lügen nicht. Die Klage ist noch da. Liebe Unbeliebte, wenn du über Chiron, heißt es so das Ding, Propaganda auf dem Laufenden bist, hast du wohl unsere Gesundheitsminister gehört, wie er eine neue Perle an Firmenweisheit von sich gegeben hat. Falls sie nicht, hier die Zusammenfassung. Ach Gott, Leute. Allen, die der rebellischen Angstmacherei erlegen sind, sei gesagt, es gibt keinen Grund zur Besorgnis.
Die Anophagen sind keine Bedrohung mehr. Wir haben die Störung behoben und damit die Krankheit beseitigt. Loyale Bürger, die die verantwortungsbewusste Augmentation wir unterstützen, müssen sich keine Sorgen machen. Alles klar. Zwei Wörter. Vollkommener Blödsinn. Ich erzähle euch, wie es wirklich... Oh Gott, Leute, ich lese das mal nicht vor. Ich blätter ganz langsam runter, damit es jeder lesen kann. Das würde jetzt wieder das ganze Let's Play aufhalten. Und das ist ja echt lang. Mäßigkeit. Sprunghaftes Verhalten. Entzündung der Nahtstellen. Alles klar. Keine Panik, sei kein Idiot und mach keine Meldung. Okay, das war jetzt ein ganz schön übler, langer Text. Die nachfolgende Nachricht konnte an einem oder mehreren Empfängern nicht zugestellt werden. Inhalte von Firefox. Ursprüngliche Nachricht, meine Liebe an Annie. Wenn du diese Zeilen liest, werde ich nicht länger unter den Lebenden weilen. Die Einzelheiten sind nicht wichtig, aber du sollst wissen, dass ich aus freien Stücken gegangen bin. Ich möchte kein ordentliches Begräbnis. Du bist mir, weiß Gott, keines schuldig. Und wenn die Reiniger fertig sind, ist vermutlich eh nichts viel zu beerdigen übrig. Du sollst nur wissen, dass ich dich trotz all meiner Fehler immer geliebt habe. Genau wie deine Mutter, als sie der Krankheit erlag. Ist ein Teil von mir gestorben. Zuneigung zu zeigen wurde unmöglich. Eine Erinnerung an das, was ich verloren hatte. Das rechtfertigt nicht, wie ich dich behandelt habe, aber es ist die Wahrheit. Ich freue mich, dass du es aus dieser Hölle geschafft hast und jemanden gefunden hast, der deine Liebe verdient. Ich wünsche euch beiden alles Gute in Liebe. Oh, Papa. Keine Daten, Gott sei Dank. Was ist das denn? Ja, let's play irgendwas anderes. Was ist das denn? Ich meine, ist er wirklich... Alter, das macht ja schon Spaß, oder? okay. Sehr wunderschön. Ich hab's geschafft. Das war, ist das neue Let's Play, Leute. Das war's für heute. Nein, wir gehen raus und schauen uns weiter hier um. Mit Feuer und Schwert. Spinnen. Wow. Spidey lässt grüßen. Brauche ich wieder? Kann das sein? Mein Bild schwankt so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Was merkt ihr irgendwie? Das ist... Ist das... Das ist vom Spiel, oder? Kann das sein, dass ich wirklich... Kann ich ran zu... Ich wollte eigentlich ranzoomen, aber danke. Ist jetzt nur die Frage, muss ich jetzt eine Tablette nehmen? Oder, wartet mal. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Okay, wenn diese Anzeichen kommen mit der Grafik... Muss ich mir anscheinend immer eine Tablette reinpfeffern? Okay.
Was? Remove your... You play? Ich kann nicht ganz entziffern, was da steht. So, wir schauen uns nochmal hier oben. Anscheinend nichts Ortes da, dass wir ein bisschen was gelesen haben. Und dann würde ich sagen... gehen wir mal hier raus. Fickgeschirren. Achso, ja. Janet left the door open. Oh, da gehen wir gleich mal rein. Hallo. Ich bin so einiges, kann das sein? So, da ist ein PC. Ist irgendwas anderes hier, was ich untersuchen muss? Das? Danke. Es ist einfach nur pechschwarz da drin. Ich kann auch soweit, glaube ich, nichts erkennen. Gut, das ist wieder dasselbe Buch. Gut, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Die Mauer steht aufrecht. Unsere mutigen Jungs und Mädels verteidigen uns weiterhin gegen die östlichen Horn. Oh Gott, das ist ja schon wieder was ganz Langes. Ein Schuss verklingt. Oh Gott, Leute. Ich blätter es einfach runter. Das ist zu lang. Und lese es wieder schnell durch. Ihr könnt auf Pause machen. In der Kantine, okay. Das ist schon wieder so ein langer Text, da würde das ganze Let's Play über 5 Folgen hinausgezogen werden. Nicht das. Okay, E-Mail haben wir nicht. Sehr geehrter Herr Jokowski, auch wenn wir Ihren beispielhaften Dienst und die Opfer zu schätzen wissen, die Sie Ihrem Land verbracht haben, schreibt die VRI-Richtlinie eine strikte, proaktive Hilfe zur Reintegration, irgendwas so, unsere mutigen Veteranen in die Gesellschaft vor. Regelmäßige Unterstützung erfordert eine dauerhafte Anstellung der Klasse B, die unsere Vertretern jährlich zur Überprüfung vorgelegt wird. Ihre derzeitige Anstellung als Hausmeister erfüllt diese Voraussetzung nicht. Unter diesen Umständen weisen wir Ihren Antrag zurück und beenden damit Ihre Teilnahme an dieses Programm mit sofortiger Wirkung. Was für ein Henker. Der Rentenfund der Veteranen übernimmt ab sofort keine weiteren Wartungen ihrer cybernetischen... Ist ja echt nett. Wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Die Initiative zur Rehabilitation von Veteranen. Dies ist eine automatische... Das ist auch nett, oder? Genug ist genug. Also schön. Das geht jetzt lange genug so. Veteran, hin oder her, das ist mir jetzt egal. Noch eine Nachricht und ich finde dich und prügel dir den Mist aus dem Schädel. Das ist nett. Meine Mutter hält den Mist nicht mehr länger aus. Sie ist leid, die immer und immer wieder zu erklären, dass ihr Ehemann, mein Vater, vor 18 Jahren gestorben ist. Sie ist drüber hinweg. Wir alle sind drüber weg. Niemand will in der Vergangenheit leben. Eine Tragödie wieder und wieder durchleben. Also zum letzten Mal, Mike Jawutski, der Name, ist tot. Seit langem kriegt das
Krieg, seit langem, Punkt, sorry, krieg das endlich in deinen verdammten Schädel rein. Egal wie, aber merk es dir einfach. Auch wenn du deshalb vergisst, kacken zu gehen. Denn die nächsten Nachrichten, die du hier, die du ihr schickst, wird dir einen gebrochenen Kiefer. Das ist wirklich sehr sympathisch. Ja, was? Warte mal, wie heißt unser Gablowski? War das so? Na, Grabinski, hier. Of course. Two agents. Helena Novak, apartment 104. And Hannah Nader, apartment 106. Both on the same floor. Gut, 104 müssen wir und 106. 104 und 106. Gut, da wären wir. Oh, guck mal, jetzt kommen wir hier rein. Das machen wir nochmal. Oh, scheiße, so weit gelaufen. Wir schaffen es. Das intelligenteste Spiel der Welt. Das ist jetzt doof. Wie mache ich denn bitte? Okay, habe ich keine Ahnung. Wir gehen zum Hauptmenü zurück. Weil bekommt man vielleicht da was? Ich weiß auch nicht. Mein Ehrgeiz ist gepackt. Nein, ich wollte zwei mit einem Schlag machen. Das, ey, mein Ehrgeiz. Ja. Hab ich's? Hä? Ich hatte es doch, oder? So, ein letztes Mal. Oh, sag bloß, ich muss den mir noch holen. Wie soll ich denn das machen? Gut, ich habe keine Ahnung, Lieben. Ich würde aber sagen, ich werde hier einen Cut machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.